Hat einer von euch einen Stift? Zum Oscar da draufschreiben. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen beim Adventkonzert des Musikvereins Stammersdorf. Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, uns in die Kirche von Stammersdorf begleiten, um ein wenig Musik zu hören. Wir haben uns heuer als Motto genommen, eigentlich Lieder, die in sakralen Hallen gut klingen sollen. Hören Sie sich das an. Nachher wollen wir Sie wieder recht herzlich bitten, einen kleinen Agape im Pfarrsaal. Und es geht weiter. Wir haben begonnen mit der Fanfare Jubiloso. Und unser lieber Robert Saul wird uns dirigieren und wird Ihnen auch das eine oder andere kundtun. Dankeschön und viel Vergnügen. Danke.
Danke, Thomas Friedrich. Danke, Thomas, unserem Hauptmann. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns eine Stunde musikalisch zu verbringen. Wir haben einiges mitgebracht, quer durch den musikalischen Gemüsegarten sozusagen. Auch das, was wir unter dem Jahr eigentlich erarbeitet haben, neben Polka Walzer Marsch, wo wir auch in Stammersdorf beim Heurigen immer wieder anzutreffen sind, haben wir doch auch anderes Repertoire erarbeitet und das bringen wir heute zum Konzert. Gleich zu Beginn die Fanfare Jubiloso, das hat der, muss ich mal nachschauen, Ivo Kubenhoven komponiert, ein holländischer Komponist, für einen guten Freund. Also ich denke mal, wenn ich so einen Freund habe oder ein Freund komponiert für mich so eine Fanfare, bin ich da mal sehr stolz. Weiter geht's mit dem Canterbury Choral, auch ein sehr attraktives Stück, attraktiv, schön gesagt, das ist sehr anspruchsvoll für Mensch und Material, sage ich mal. Ein ausgesprochen schönes Stück von, muss ich auch noch schauen, Jan van der Roost, der war mit seiner Brasskapelle in Canterbury in der Kathedrale und war so begeistert von diesem Objekt und von diesem Raum und von dem Klang, dass er eine Fanfare komponiert hat, einen Choral komponiert hat, der sozusagen die Orgel ins Orchester abbildet. Also lassen Sie sich überraschen von einem gigantischen Klangerlebnis.